In Deutschlands Unternehmen wächst die Sorge, den Anschluss an ihre digitalen Mitbewerber zu verlieren. 60% der Unternehmen sehen aktuell Wettbewerber voraus, die frühzeitig auf die Digitalisierung gesetzt haben. In diesem Video erfahrt ihr, warum für die Industrie die Nutzung von KI so entscheidend für den Wettbewerb ist und inwiefern sie künftig massiv mit darüber entscheiden wird, zu welchem Preis Unternehmen ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten können. Künstliche Intelligenz erlebt in der deutschen Wirtschaft einen spürbaren Schub. Der Anteil der Unternehmen, die KI einsetzen, ist binnen eines Jahres von 9% auf 15% gestiegen. Hermann Stratmann von der Firma Uhe Feinmechanik. Wir machen Dreh-, Fräs- und Blechteile, sind 35 Leute in Hemming bei Hannover. Wir haben jetzt gerade die papierlose Fertigung eingeführt. Das ist ein Projekt, was auch von Deutschland gefördert wurde. Die Kosten sind überschaubar und wir haben jeden Mitarbeiter mit so einem Tablet versorgt. Der hat alle Fertigungsdaten auf dem Tablet, der Zeichnungen, Fotos, Arbeitsgänge, Arbeitsplatzbeschreibungen, aber hat alles da drauf, das ist mega. Und da sind wir jetzt so zu 85% fertig. Welche Vorteile hat das? Ich kann viel schneller reagieren, ich kann Aufträge zu neuen Terminen setzen, ich kann Stückzahlen ändern innerhalb des Prozesses. Was beim Fertigungsauftrag, den wir früher ausgedruckt haben, gar nicht möglich war. Da musste ich das Papier einsammeln, zerreißen, neu ausdrucken, wieder runtergeben. Das hat so viel Zeit gekostet und das passiert ungefähr in der Woche 3-4 Mal. Und noch viel schlimmer sind die Zeichnungen. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Wir haben Zeichnungen, die sind von 1960. Das ist schon echtes Ölpapier. Das heißt, die sind nicht mehr weiß, die sind gelb getränkt von unserem Öl bei uns in der Fertigung. Und der Rand ist zerfleddert und man kann schon fast nichts mehr erkennen. Und das fällt alles weg. Das ist alles auf dem Tablet, ohne irgendwelche Einschränkungen perfekt zu sehen. Ich kann reinzoomen, ich kann Bemerkungen machen. Also ich bin total begeistert. 2/3 der Unternehmen in Deutschland sehen KI als wichtigste Zukunftstechnologie. Bei einem Unternehmenstag im Mittelstand Digitalzentrum in Hannover wird deutlich, wo die Probleme bei der Umsetzung liegen. Wir transferieren Wissen und Technologie von der Forschung oder auch von Anwendungsbeispielen, die in der Forschung entstehen, in die Industrie. Es gibt über 27 Zentren deutschlandweit und da hat jedes Zentrum so eine etwas individuelle Spezialisierung. Das Zentrum Hannover hat sich spezialisiert auf das produzierende Gewerbe, das Handwerk und die Gastronomie. Das Thema digitaler Zwilling, das, ich sag mal, in den letzten Jahren immer häufiger aufgetreten ist, wird bei uns besonders stark beleuchtet. Genau, da gibt es viele Möglichkeiten, wo man den einsetzen kann. Wir zeigen hier einen Anwendungsfall mit dem Product Carbon Footprint, also mit dem PCF, für ein Produkt, dass wir den ausgeben können und den schreiben wir in einen digitalen Zwilling rein. Und die meisten kennen digitale Zwillinge. Digitale Zwillinge macht aber in der Regel jeder so, wie er es selber möchte und die nutzen in der Regel keinen Standard dafür. Es gibt mit der Verwaltungsschale inzwischen einen deutschen Standard, der auch weltweit standardisiert ist, damit die Struktur einheitlich ist und genau das bietet dann den Vorteil über die gesamte Lieferkette, wo wir Produkte haben. Das kriegen wir nur hin, transparent dargestellt und einfach dargestellt, wenn wir einen Standard haben, wo sich dann alle dran halten. Es gibt ja auch gesetzliche Vorgaben, denen die Hersteller genügen müssen oder die Lieferanten genügen müssen für die Bauteile. Das fängt erstmal an bei den großen Unternehmen. Denken wir jetzt an die Automobilindustrie, VW, BMW, Audi, egal wer es ist. Die gehen zu ihren Zulieferern und sagen, liefer mir bitte einen CO2-Fußabdruck und liefer mir das idealerweise bitte in der Verwaltungsschale. Und dann steht ein KMU da und sagt sich, Verwaltungsschale? Noch nie gehört. Und wie kann ich das umsetzen? Keine Ahnung, weil wenn man jetzt reingeht in den Standard und das selber umsetzen möchte, dann musste ein KMU wirklich irgendwie ja, Serveradministratoren einsetzen, Programmierer einsetzen, um das umsetzen zu können. Und dann wird so ein Produkt, was wir herstellen, viel zu teuer, weil dann der größte Anteil nachher auf die Berechnung des PCFs entfällt. Wir zeigen jetzt hier einen einzelnen Fertigungsschritt in der Fertigung eines individuellen Kugelschreibers, zeigen hier die Laserbeschriftung. Als Beispiel messen auch für diesen Prozessschritt den Stromverbrauch und schreiben den nachher in den Product Carbon Footprint mit rein. Eine große Mehrheit sieht KI für das eigene Unternehmen als Chance. Ein 1/5 jedoch, also 20%, sehen in KI ein Risiko. Ja, das Handwerk ist natürlich bei Digitalisierung immer noch ein bisschen beim Aufholen, da ist die Industrie deutlich voraus. Die große Mehrheit der Unternehmen lässt ChatGPT und generative KI bisher also noch links liegen. Obwohl es durchaus ein Bewusstsein dafür gibt,
dass man als Unternehmen von Wettbewerbern hinter sich gelassen wird, die frühzeitig auf Digitalisierung gesetzt haben. Wie kommt das? Es haben viele das Problem, überhaupt erstmal zu unterscheiden, was ist traditionelle Programmierung und was ist KI. Es gibt auch welche, die sagen dann immer, da denken sie an den Terminator oder sonst was. Und diese Ängste müssen erstmal weg. Und man muss erstmal die Grundthematiken begreifen lernen. Es müsste so ein Spielkasten geben, wie früher diese Elektrobaukästen, die es gab. Um sich mit der Thematik erstmal spielerisch auseinanderzusetzen, ehe man dann sich überlegt, wo kann ich das sinnvoll bei mir im Betrieb einsetzen. Was denkt ihr? Ist KI bei eurem Job relevant? Nutzt ihr KI vielleicht sogar schon selbst, privat oder beruflich? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Die Mehrheit der Unternehmen will ihre Digitalinvestitionen erhöhen. Wo fängt man also als Unternehmen am besten damit an? Hallo, mein Name ist Dennis Fantasny. Ich arbeite für ein Unreal Engine 5 Unternehmen, das in Austin, Texas sitzt. Und ich bin im Endeffekt im Metaverse-Bereich tätig. Das ist im Endeffekt die 3D-Visualisierung von allen möglichen Dingen, von der Smart City oder von industriellen Anlagen, aber auch von Marketingkampagnen. Im Endeffekt ist es so eine Mindset-Frage. Wollen wir das überhaupt? Ist das notwendig? Also viele Unternehmen haben ja schon Probleme gehabt mit Remote Work und haben gesagt, na, kommt wieder zurück ins Office. Aber die Statistiken sind ganz klar, junge Leute wollen sehr flexibel arbeiten. Das ist für die viel wichtiger als vor Ort zu arbeiten oder die Höhe des Gehaltes. Also Flexibilität ist das A und O. Und da wird es dann für Unternehmen im Endeffekt über kurz und knapp ein Muss, dass man halt etwas anbieten kann, das die Konkurrenz nicht hat. Sonst kann man das Talent nicht mehr bekommen, was man gewohnt ist. Spannend wird es zu sehen, wie es Unternehmen gelingt, die Hürden auf dem Weg zum Einsatz von Digitalisierung und KI zu überwinden. Wir haben zuerst so einen Test gemacht mit 2-3 Leuten, ob die überhaupt mit so einem Tablet klarkommen. Und dann gibt es ja auch immer so ältere Leute, die gar nichts mit einem Tablet machen. Wir haben zum Glück nur einen, glaube ich, gehabt, der, als wir anfingen, noch nicht mal ein Handy hatte. Es gibt natürlich Leute, die können damit viel besser umgehen als andere, aber die schulen sich so gegenseitig. Und ich würde mal sagen, wenn wir noch ein Jahr warten, dann ist das Ding perfekt. Dass auch KI und Digitalisierung mit ihren eigenen Tücken kommen, ist Unternehmern wie Stratmann bei aller Euphorie klar. Denn dann laden plötzlich die digitalen Zeichnungen nicht mehr und die Kollegen können für einen kurzen Moment nicht weiterarbeiten. Aber auch diese Hürden lassen sich überwinden. Kurz darauf läuft das Programm wieder und die Produktion geht weiter. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst uns doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr über KI und Digitalisierung sehen wollt, dann klickt mal hier rein.